So, die Musik geht aus und ich begrüße Sie sehr herzlich, liebe Mutbürger in Reutlingen und an den Bildschirmen. Sehr schön, dass Sie sich heute hier versammelt haben, um mit uns für die Freiheit zu demonstrieren. Und ich muss ja anschließen an meinen Vorredner Marc Bernhard, der auch schon sein Erstaunen darüber Ausdruck gegeben hat, dass sie alle am Leben sind. Das ist ja doch sehr seltsam. Denn hat doch unser Gesundheitsminister Lauterbach verlauten lassen, noch im letzten Jahr bis März ist jeder entweder geimpft, genesen oder verstorben. Und ich wette, unter Ihnen sind sehr viele, die weder geimpft noch genesen sind und trotzdem noch am Leben. Und daran sieht man, jawohl, das war reine Panikmache von Panik Karl. Dieser Mann hat so viel Unsinn geredet. Er hat sich so oft geirrt und blamiert, dass er unter normalen Umständen schon 10-mal hätte zurücktreten müssen. Nur in diesem Land, wo auch die unfähigsten Politiker noch an ihren Sesseln kleben und ihre irre Politik weitermachen, egal wie oft sie sich geirrt haben, kann er weiter auf seinem Posten bleiben. Eine Schande. Und jetzt hat er ja, unser Herr Lauterbach, den Herrn Putin, hat ihm Narzissmus diagnostiziert. Jetzt kann man gewiss über Herrn Putin sehr viel Kritisches und auch Negatives sagen. Aber ausgerechnet Herr Lauterbach, der soll sich doch lieber zurückhalten mit solchen psychologischen Diagnosen. Denn wenn wir ihn mal etwas näher unter die Lupe nehmen, dann kommt mindestens der Narzissmus raus, dann kommt auch noch was Schlimmeres dabei raus. Der Psychopath, liebe Freunde, ist jemand, der es immer scheinbar gut mit Ihnen meint. Er will nur das Beste für Sie. Aber die Methoden, die er anwendet, führen dazu, dass Sie drangsaliert werden, dass Sie gegängelt werden, dass Sie ausgesaugt werden und kontrolliert werden. Und ich will ja nicht sagen, ich will hier keine individualpsychologischen Diagnosen über Herrn Lauterbach zum Besten geben. Aber eines ist klar, die Politik, die er betreibt und die ganze Bundesregierung betreibt, die trägt psychopathische Züge. Und deswegen ist diese Regierung für uns von großem Schaden, meine Damen und Herren. Und das merkt man zum Beispiel an solchen Details, wie dass den ukrainischen Flüchtlingen, die jetzt nach Deutschland kommen, Herr Lauterbach allen Ernstes den Vorschlag macht, sich impfen zu lassen. Er macht ihnen ein Impfangebot. Und am Krieg bemängelt er vor allem, dass das Covid-Risiko doch so groß ist. Wir hätten doch in Europa andere Probleme als jetzt die Ukraine-Krise. Meine Damen und Herren, dieser Mann ist besessen von seinem Impfthema. Er hat auf vielen Fotos, wenn Sie es auch bemerkt haben, einen geradezu irren Politikblick und er steht für eine irre Politik. Ihm und der gesamten Bundesregierung, und das ist uns mittlerweile klar geworden, geht es nicht um die Gesundheit der Bevölkerung. Es geht ihnen vielmehr um Kontrolle und die Herrschaft über die Bürger mittels strafbewährter Impfpflicht, digitalen Gesundheitspässen und Impfregister will man kontrollieren, drangsalieren, man will belohnen und bestrafen. Und dafür nutzt man die Sorge der Menschen um die Gesundheit aus. Man schürt Panik und man spaltet die Bevölkerung. Das ist perfide, das ist schändlich und das ist psychopathisch, liebe Freunde. Und ich prophezeie, diese Kontrolle geht bald weit über das bloße Impfen hinaus. Das ist erst der Anfang. Es ist ein Testfall einer Dressur der Bürger. Jetzt probiert man aus, wie weit man gehen kann. Ist der Bürger erst einmal dazu abgerichtet, sich so oft die genetischen mRNA-Mittel genannt Impfstoffe in den Körper injizieren zu lassen, wie es die weitgehend willkürlichen Regeln der Regierung wollen? Ist er dazu dressiert, es normal zu finden, vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu werden?
ja von seiner Arbeit und seinem Einkommen ausgeschlossen zu werden, wenn er nicht gehorcht. Wenn er sich daran gewohnt hat, sich schlecht zu fühlen dabei, dann ist es nicht weit zum nächsten Schritt. Dann wird es auch bald, wird es bald normal finden, für anderes angebliches Fehlverhalten bestraft zu werden. Vielleicht für die falsche Gesinnung oder für angeblich klimaschädliches Verhalten. Und dann auch belohnt vielleicht für Wohlverhalten. Und damit sind wir genau bei dem chinesischen Sozialpunktesystem, wo der Staat eine lückenlose Kontrolle über seine Bürger errichtet hat und sie nach seinen Bedürfnissen erzieht und zurichtet. So einen Staat, liebe Freunde, wollen wir nicht. Der Staat hat seinen Bürgern zu dienen und nicht sie zu unterjochen. Wir sind freie Bürger und keine Untertanen. Dafür sind 1848 die Freiheitskämpfer nicht auf die Barrikaden gegangen gegen die absolutistische Fürstenherrschaft, speziell hier im Südwesten Deutschlands, dass jetzt wir wieder als Untertanen enden. Und das haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes auch nicht gemeint mit den Grundrechten, dass sie nach Belieben entzogen werden können, wenn eine autokratische Politikerkaste das für opportun hält. Das Grundgesetz, liebe Freunde, gilt immer und für alle Menschen, für Geimpfte und für Ungeimpfte. Und wir von der AfD sind heute die einzige relevante politische Kraft in diesem Land, die sich uneingeschränkt für das Grundgesetz einsetzt. Unser 2G heißt Grundgesetz, liebe Freunde. Ja. Und wer jetzt immer noch glaubt, nein, solche chinesischen Verhältnisse drohen bei uns nicht, der soll bitte bei Klaus Schwab nachlesen, dem Chef des Weltwirtschaftsforums, der ganz offen sagt und schreibt, Corona ist die große Chance für den Great Reset, für den großen Neustart. Und die alte Normalität, wann wird die wieder zurückkehren? Niemals, sagt er. Und dazu passt auch gut, dass Herr Schwab ein großer Freund Chinas ist und die chinesische Führung bei jeder Gelegenheit lobt für ihre großartige und weise Politik. Man möchte sich nur eines wünschen, möge sich dieser Mensch nach China verabschieden und dort seinen Lebensabend verbringen und uns in Ruhe lassen mit seinen horrenden Weltbeglückungsfantasien. Aber genau deshalb ist es auch so gefährlich, liebe Freunde, wenn die Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt die Deutsche Telekom beauftragt hat, ein international gültiges Impfzertifikat zu entwickeln. Netzwerke des Vertrauens sollen dadurch entstehen. So steht es allen Ernstes im Orwellschen Neusprech auf der Webseite der Telekom. In Wahrheit wird dadurch das weltweite Netz der Kontrolle immer enger. Möglichst niemand soll diesem biopolitischen und auch mentalen Hygieneregime mehr entgehen. Und daher, liebe Freunde, ist unsere Demo hier so wichtig. Deshalb ist Ihr mutiges Engagement so wichtig. Denn nur wenn die Menschen weltweit auf die Straße gehen und diesen Druck aufbauen gegen den Zwangsstaat, können wir diesen Irrsinn stoppen oder wenigstens auf ein erträgliches Maß reduzieren. Danke daher, dass ihr heute hier seid. Gemeinsam sind wir stark und wir werden immer mehr, liebe Freunde, hier in Deutschland wie auch weltweit. Der Gegner wird nicht gewinnen, wenn wir so weitermachen und weiterhin diesen Protest zeigen. Einstweilen rüstet der Gegner freilich weiter auf. Es ist von meinen Vorrednern gesagt worden, bereits übernächste Woche am 17. März soll ein Gesetz in erster Lesung im Bundestag verabschiedet werden, das Folgendes vorsieht. Impfpflicht in Deutschland für alle über 18 Jahre, jederzeit und anlasslos durch die Behörden kontrollierbar. Die Krankenkassen, gesetzlich oder privat, müssen informieren und den Impfstatus den Behörden melden. Wer nicht geimpft ist, wird mit Bußgeld belegt, zwangsvollstreckbar. Bis zu 2.500 Euro sind im Gespräch. Und schlimmer noch,
Es kann ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot ausgesprochen werden. Sprich, man kann seine Arbeit verlieren, wenn man nicht geimpft ist. Den Antrag zu diesem schändlichen Gesetz haben parteiübergreifend unterschrieben Robert Habeck, Annalena Baerbock von den Grünen, Karl Lauterbach, Olaf Scholz, SPD, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Sattelberger, FDP. Was ist auf dieser sogenannten Freiheitspartei geworden? Es ist eine Zwangspartei geworden. Das sind Verräter, liebe Freunde. Insgesamt 202 Abgeordnete haben das unterschrieben. Und merken wir uns bitte alle diese Namen. Glauben wir ihnen nie wieder, wenn sie von Freiheit und Demokratie fabulieren? Das sind Leute, die die Freiheit und Demokratie mit Füßen treten. Sie ebnen den Weg für ein autoritäres Zwangsregime. Wehret den Anfängen, liebe Freunde. Und sie unterdrücken ja auch die freie Information und die offene Diskussion. Nur noch eine Meinung soll gelten. Im Antrag ist die Rede von hochwirksamen, sicheren und verträglichen Impfstoffen. Ohne jeden Beweis und unter Absehung von erdrückenden Indizien, dass eben das Gegenteil zutrifft. Andreas Schöfbeck, Vorstand der BKK Provita, der Krankenkasse, hat öffentlich gemacht, dass allein unter seinen Versicherten so viele Personen mit Impfschäden behandelt werden, wie es das Paul-Ehrlich-Institut für ganz Deutschland annimmt. Übrigens, das Institut, glaube ich, müsste seinen Namen ändern, weil Ehrlich passt da nicht so wirklich. Und hochgerechnet auf ganz Deutschland wäre dann von 2,5 bis 3 Millionen Behandlungen wegen Impfnebenwirkungen auszugehen. Das ist der alarmierende Befund. Aber anstatt diese Alarmsignale ernst zu nehmen und zumindest zu prüfen, was geschieht denn? Herr Schöfbeck wird fristlos entlassen. Sein Stellvertreter führt jetzt das Gespräch mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Und wir kennen alle schon das Ergebnis. Alles nicht so schlimm, alles halb so wild. Nein, werte Politiker der Alt- und Impfparteien, so baut man kein Vertrauen auf. Solange ihr so agiert, werden wir euch eben nicht glauben, dass diese Impfung wirksam, sicher und verträglich ist. Macht euch endlich ehrlich und schaut auch ins Ausland. Schaut ins Ausland. Großbritannien nimmt die Impfpflicht für Pflegekräfte jetzt wieder zurück. Frankreich ebenso. Österreich kann seine Impfpflicht nicht umsetzen, die sie beschlossen hatten. Und als Begründung dafür wird ja ganz logisch angeführt, Omikron, die neue Virusvariante, ist eben nicht so schlimm. Das ist eine leichte bis mittlere Grippe. Und so funktionieren eben die Pandemien. Das Virus mutiert. Leichtere Varianten entwickeln sich und die Menschen entwickeln eine Herdenimmunität. Und sogar Bill Gates, der Lord Voldemort sozusagen des internationalen Impfregimes, der hat ja jetzt auch zugegeben, Omikron wirkt quasi wie eine natürliche Impfung. Leider haben wir deshalb weltweit nicht so viel impfen können. Wir sagen nicht leider, sondern Gott sei Dank, das Ende der Pandemie ist bereits da. Es ist bloß noch nicht in Berlin angekommen bei diesen Herrschaften. Und ich komme zum Schluss, liebe Freunde. Das alles zeigt, die Vernunft und auch die Natur, die Biologie ist ja auf unserer Seite. Und deshalb werden wir uns auf die Dauer durchsetzen. Die Lüge kann nicht gewinnen. Bleiben Sie engagiert, bleiben Sie standhaft, bleiben Sie gesund und wir sehen uns bei nächster Gelegenheit zur Demo wieder. Vielen Dank!